Herzlich willkommen bei uns im Steirischen Presseclub. Ich freue mich, dass Sie König Fußball Widerstand leisten und sich ein bisschen losgeeist haben zu einem, zumindest für uns hier im Steirischen Presseclub, und mit uns meine ich auch unsere Präsidentin Sigi Troch, die ich sehr herzlich begrüße, ganz besonderen Abend mit einem speziellen Gast, den Sie alle kennen und der dankenswerterweise zum Presseclub eine sehr starke Affinität hatte und hat, weil sonst wäre er heute nicht da. Und ich kann Ihnen sagen, er hat sehr spontan zugesagt, wofür ich herzlich danke. Ja. Magister Jochen Pildner-Steinburg, Sie wissen, seit vielen Jahren, ich habe es fast nicht glauben mögen, nämlich seit 12 Jahren, zusammen mit Thomas Grazer. Thomas Grazer war noch früher in der IV. Auch dich, Thomas, begrüße ich sehr herzlich. Ich glaube, du warst 16 Jahre Geschäftsführer, wenn mich nicht alles täuscht. Also sogar noch 4 Jahre länger als Pildner-Steinburg Präsident ist. Und Jochen Pildner-Steinburg ist bekannt dafür, und das brauche ich gerade Ihnen nicht zu sagen, für sehr prägnante Analysen, sehr pointierte Aussagen, nicht nur über das Wirtschafts- und Industrieland Steiermark, sondern generell über die Entwicklung unseres schönen Landes namens Österreich und darüber hinaus auch Kraft seiner Erfahrungen als Geschäftsführer und als Chef von GAW, Grazer Naturwerke. Und nach 12 Jahren ist jetzt definitiv Schluss. Ich sage, wir bedauern es. Und das war für uns nicht nur ein Anlass, sondern eigentlich eine Selbstverständlichkeit, Sie noch einmal in den Steirischen Presseclub zu bitten, weil ich jetzt schon sage, kommen Sie bitte auch in Zukunft, dann gerne, als gerne. Fachmann und mit Expertise unbedingt. Und ich habe gesagt, bitte, solange Pildner-Steinburg noch aktiv als Präsident, wir wollen eine kleine, und ich sage, ich habe Bilanz bewusst nicht hingeschrieben, sondern eine Zwischenbilanz, kann ja nur eine Zwischenbilanz sein, wie es Ihnen so geht, so noch eine kleine Rückschau und natürlich noch viel wichtiger, wie könnte es mit Steiermark, mit Wirtschaft, Industrie weitergehen, und der gute Besuch zeigt, der Name zieht noch immer. Noch einmal herzlich willkommen, wünsche jetzt schon einen spannenden und interessanten Abend, und meine Einstiegsfrage an Sie war, so vor 12 Jahren, wenn Sie da große Perspektiven entworfen haben, und ich kann mich erinnern, das war so. Wir haben einige Wochen, nachdem Sie offiziell begonnen haben, war nämlich Ihr erster Auftritt hier im Presseclub, ich habe nachgesehen, in den Annalen des Presseclubs. Wenn Sie so die Perspektive vor 12 Jahren und heute, wo sagen Sie, wo hat sich dieses Land wirtschaftspolitisch als Industriestandort positiv weiterentwickelt, und wo wäre denn Ihre Kritik, wo Sie sagen, wenn wir da jetzt nicht bald was tun, schaut es böse aus? Ja, erst einmal auch schon einen guten Abend von meiner Seite. Danke, wie gesagt, für die Einladung. Bin sehr gerne gekommen, wie Sie schon gesagt haben, weil ich die Einrichtung des Presseclubs wirklich als was sehr, sehr Wichtiges für das Land betrachte, für die Medien, für die Unternehmen, für die Institutionen. Um gleich auf Ihre Frage zu kommen, natürlich, wie ich seinerzeit dieses Amt übernommen habe, war die Rede davon, dass ich in dieser Verantwortung so ungefähr so einen halben Tag, 3 Stunden in der Woche benötigen würde, um die Interessen der Industrie zu vertreten. In der Zwischenzeit sind es also teilweise 3-4 Tage, also fast ein Fulltime-Job, und das neben allen anderen Verpflichtungen, die ich auch noch habe. Also ich würde sagen, eine starke Belastung, aber es ist eine interessante Belastung. Es ist eine Aufgabe, die nicht immer lustig ist und die nicht immer mit großer Freude von außen betrachtet wurde, weil wir doch sehr griffig oder angriffig die Dinge angesprochen haben. Und da bin ich schon mal dabei, dass es also meine Aufgabe war oder mein Ziel war, diese Verantwortung nicht nur zu übernehmen als Repräsentant einer industriellen Vereinigung, einer Industrie, sondern ganz einfach als jemand, der etwas in dem Lande ändern will, bewerkstelligen will. Und ich würde heute behaupten, dass sich nicht nur aufgrund der äußeren Umstände unheimlich viel geändert hat. Es ist, ich würde mal sagen, fast nichts wie früher, wie vor 12 Jahren. Wenn ich zurückdenke, es hat sich die Welt natürlich massiv geändert, es hat sich die Wirtschaft komplett geändert, es haben sich die Rahmenbedingungen komplett geändert, es hat sich auch die Aufgabenstellung für uns als Industriellenvereinigung geändert. Das war schon aufgrund unseres
gemeinsamen Verständnisses, und da möchte ich Thomas Krautzer natürlich voll mit einbeziehen, aufgrund unseres gemeinsamen Verständnisses, was wollen wir überhaupt in dem Land bewirken, weil wie wir begonnen haben, kann ich mich nur erinnern, war die Industrie, und ich habe ja schon in der Frühphase mit unserer seinerzeitigen Landeshauptfrau Klasnik so meine Auftritte gehabt, die nicht öffentlich waren, aber die privat mit ihr waren oder zumindest im Vorgespräch waren, wo ich also seinerzeit geortet habe, dass also die Industrie so nebenher mitgelaufen ist, eigentlich gar nicht vorgekommen ist und man überhaupt kein Verständnis hatte, was bedeutet Industrie für dieses Land, was bedeutet die industrielle Entwicklung für dieses Land. Und wenn Sie sich vielleicht noch erinnern, war eine unserer ersten Aktivitäten, dass wir damals also auch mit dem ORF zum Beispiel gesagt haben, es kann nicht sein, dass ständig also beim Vorspann zum Steiermarkbild oder damals, glaube ich, jetzt noch anders geheißen, ständig also rauchende Schornsteine gezeigt wurden. Das war so das Sinnbild. Ich habe gesagt, das kann es nicht sein. Auf der steirischen Homepage der steirischen des Landes Steiermark war alles andere drauf, Tourismus, Landwirtschaft, aber überhaupt keine Industrie. Auch dort haben wir gesagt, am Anfang haben wir, würde ich sagen, Unverständnis geerntet. Aber dann haben wir gesagt, dann machen wir was anderes. Und dann haben wir bei den Autobahnabfahrten die Industrieland Steiermark-Tafeln aufgestellt, die Ihnen ja durchaus, wenn Sie durchs Land fahren, auch heute noch bewusst sind. Das hat natürlich im Bereich Tourismus und Tourismusfremdenverkehr keine große Freude bedeutet. Da haben wir halt Norbert dazugestellt somit hat es begonnen. Das war schon mal zu Beginn sehr angriffig. Ich würde dann auch sagen, es waren dann also auch schon unsere ersten Aussagen durchaus auch provokant, weil wir gesagt haben, wir können nur mit einer gewissen angriffigen Provokation auch die Politik herausfordern, dass sie also uns erhört. Das haben wir auch getan. Und ich bin sehr dankbar, und das war für uns sehr, sehr wichtig, dass Sie die Medien mitgespielt haben und auf das eingestiegen sind. Ich kann mich erinnern, also mein erster Neujahresempfang 2005, meine erste Rede damals, war sehr in den Medien sehr spektakulär, mit einer Headline: Wir haben keine Politiker eingeladen, sondern nur Freunde. Ich sage ganz offen da hier, das ist mir passiert. Ich wollte was anderes sagen, aber er ist gut gekommen. Und aus dem heraus habe ich gesagt, Alters, da kann man mehr draus machen. Und wie gesagt, es war für uns sehr, sehr erfreulich, dass also da hier die Medien eingestiegen sind, mit eingestiegen sind. Und damit haben wir heute halt also alles das, was wir uns vorgenommen haben, sprich einmal das erste Bewusstseinsbildung für die Industrie. Ich glaube, das ist uns gelungen. Wenn wir heute sehen, abgesehen von allen Sonntagsreden der Politiker, dass also die Industrie durchaus, ich wundere mich zwar immer schon noch seit jeher, warum immer sage Wirtschaft und Industrie, ich sage immer, Industrie gehört zur Wirtschaft, aber wie auch immer, ist etwas eigenartig, ist aber bei uns so im Gebrauch. Wir haben also aus dem heraus gesagt, wir wollen ganz einfach dieses Bewusstsein forcieren, wir wollen schauen, dass also wirklich die Industrie wirklich als das gilt und den Stellenwert einnimmt nach meiner Amtszeit, der ihr gebührt. Und das ist ganz einfach, wie wir immer gesagt haben, es ist der größte Arbeitgeber im Lande, es ist der größte Wertschöpfungsteil des Landes im Vergleich zu allen anderen, und das ist sie. Und das wollen wir haben, und ich glaube auch heute, dass das durchaus in der Öffentlichkeit insbesondere, aber das ist für uns sehr, sehr wichtig, in der Politik so verstanden wird. Und wir haben auch in weiterer Folge, und das war auch für uns sehr, sehr erfreulich, natürlich am Anfang war es schwierig, Sie wissen das alle bestens, in der Zeit, wo die beiden Regierungsparteien gegeneinander gekämpft haben und sich jeden Tag beschimpft haben, war für uns die schwierigste Zeit. Und das muss ich auch ganz offen sagen, es war für mich insbesondere eine sehr herausfordernde Zeit, weil ich ja doch, ich meine, mit beiden sehr gut konnte, auch mit Franz Wobes als persönlicher Freund von ihm, hat mit der Politik nichts zu tun, Sie wissen, das hat mit dem Sport zu tun gehabt, und wir sind Freunde immer gewesen.
nicht am Eis, aber nachher, und haben uns also, ich habe zwischen den beiden Verantwortlichen im Lande, bin ich hin und her gependelt, von einem Stockwerk zum anderen. Wenn wir irgendetwas hatten, was wir brauchten, der eine hat zu mir gesagt, geh zu deinem Freund drauf, der andere hat gesagt, das war's gut bei deinem Freund unten, machst du mit ihm. Also es war ein Hin und Her. Es war aufreibend, es war wirklich aufreibend. Es hat auch zur Folge gehabt, dass ich des Öfteren im Vier-Augen-Gespräch ihnen vorgeworfen habe, sie sollen sich wie die kleinen Kinder benehmen. Und das war dann, glaube ich, schon ein wesentlicher Teil, dass wir auch, das habe ich auch öffentlich immer wieder gesagt, einfordere, dass man in dem Land endlich einmal kooperiert, weil wir viel zu viel an Potenzial in dem Land, an wirtschaftlichem Potenzial, an Entwicklungspotenzial verlieren. Und das ist dann Gott sei Dank gelungen. Für mich war es keine Überraschung, weil ich doch mit beiden immer wieder gesprochen habe und gesehen habe, dass sie irgendwo miteinander ihr Wohl kennen, aber in der Öffentlichkeit offensichtlich aus parteitaktischen Gründen nicht dürfen. Das war schlecht fürs Land. Die ersten 5 Jahre damals waren schlecht fürs Land. Wir haben auch nicht viel weitergebracht, um es klar zu sagen. Und so ganz klar heute, und das ist meine Kritik, meine Bilanzkritik, wir haben 5 Jahre verloren. Und wenn wir diese 5 Jahre seinerzeit, natürlich ist alles vergossene Milch, das hilft uns jetzt nichts, wirklich genützt hätten, auch so genützt hätten wie die zweite Periode, dann glaube ich, wären wir noch viel weiter, als wir heute sind. Und würde aber nicht sagen, dass in dieser Zeit nichts passiert ist, sondern es ist sehr viel passiert, gemeinsam mit uns. Wir haben das Thema, wie gesagt, Politik haben wir schon angesprochen, wir haben das Thema Bildungspolitik aufgenommen. Da haben wir sehr stark viel investiert. Wir haben aufgenommen das Thema Forschung, Entwicklung, Innovation im Lande. Für uns war von Beginn weg immer klar, das ist für jeden Unternehmer, muss das klar sein, dass Innovation einfach Wachstum bedeutet und für die Zukunft, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Und wir haben sehr frühzeitig dieses Thema Innovation gepredigt, gesagt, wir müssen weiter tun im Bereich Forschung und Entwicklung im Lande, wir müssen Innovation Leader werden in diesem Lande. Wir haben auch damals dazu, das ist also ein Nebenschauplatz, aber ein sehr wichtiger Schauplatz, die InnoRegio Styria gegründet, als eine Plattform, wo alle Player im Lande für Innovation, Forschung und Entwicklung zusammengekommen sind. Ich darf Ihnen auch sagen, wir begonnen haben, war das überhaupt nicht üblich. Da ist dort die steirische Wirtschaftsförderung gewesen, dort sind die Universitäten nicht an einen Tisch gesessen, die einen dort, die anderen dort, haben sich dorthin entwickelt. Wirtschaftskammer hat ihre eigenen Dinge getan. Wir haben gesagt, zusammen, und heute kann ich sagen, schon seit längerer Zeit, dass alle, wirklich alle an diesem Tisch sitzen. Das ist eine Institution geworden, die auch beigetragen hat, in dem Lande den Forschungs- und Technologierat zu etablieren. Wir haben den damals sehr frühzeitig gefordert, wurde auch sofort aufgenommen und auch etabliert. Also dort sind wir auch sehr, sehr weit gekommen. 4,8% Forschungsquote, das kommt nicht von ungefähr. Das sind, glaube ich, schon Meilensteine, die uns hier gelungen sind. Ja, ich würde heute sagen, wir sind heute in einer Situation, wo man sagen kann, ja, wir haben viel geleistet, wir haben viel gebracht. Es gibt eine ganze Liste, was wir, könnt ihr nicht jetzt, was wir alles gemacht haben. Wir haben natürlich die vor allem auch die Schulen angegangen, das ist für uns wichtig, die Jugend, dass sie mehr Industriebewusstsein hat. Ein schwieriger Bereich, in die Schulen zu gehen und Lehrer zu gewinnen, dass sie endlich einmal Wirtschaft aufnehmen und den Schülern Wirtschaft beibringen oder überhaupt einmal beibringen oder Verständnis aufzubringen, was ist überhaupt Wirtschaft. Wir wissen, dass das heute in den Lehrbüchern, glaube ich, irgendwo in der Geografiebuch irgendwo 2 oder 3 Seiten sind, das war es dann schon gewesen. Und wir haben wirklich ganz intensiv daran gearbeitet und das, wir sind in die Schulen gegangen, wir haben viel Zeit investiert, wir haben Schulen versorgt mit Lehrmaterial, die für uns auch nicht überraschend im ersten Moment irgendwo im Kammerl gelandet sind und nach 2 Jahren haben wir festgestellt, nie angegriffen, nicht einmal original verpackt. Haben wir den nächsten Versuch gemacht und in der Zwischenzeit ist es dann so gewesen, dass die Schulen von sich aus gekommen sind, bitte schon kein Malus haben. Also das sind schon Entwicklungen, so nach dem Motto, die Leute wollen, nur man muss ihnen die Möglichkeit geben und man muss sie ansprechen dabei.
Und ich möchte auch eins dazu sagen, wir haben auch in diesen Jahren, weil ja jetzt gerade das Thema, wir haben natürlich auch, da haben wir schon Partner gehabt, die Sozialpartner, das hat sehr gut funktioniert über diese Jahre hinweg. Wir haben auch eine gut gelebte Sozialpartnerschaft im Lande gehabt. Wir haben uns also als Sozialpartner hinsichtlich der Probleme gut ausgesprochen. Wir haben wirklich auch viel gemeinsam bewegt mit allen. Es waren schöne Zeiten. Es waren natürlich auch Auseinandersetzungen, überhaupt keine Frage. Aber ich habe nie eine Auseinandersetzung gescheut. Ich habe sehr öffentlich teilweise ausgetragen. Ich habe Kritik vertragen oder wir haben Kritik vertragen. Wir haben uns also oft im Rahmen unserer Konjunkturprognosen, die wir doch immer oder quartalsmäßig abgeben, gefallen lassen müssen, dass wir immer sozusagen die Kassandra von der Hartenau großen seien und also immer die Dinge schlecht reden. Ich will heute sagen, ich habe das einmal angeschaut, wir haben in allen 12 Jahren bei 90% der Prognosen Recht behalten. Und wir sind heute, was die Wirtschaftsentwicklung und die betrifft, ist genau das eingetreten, was wir vorausgesagt haben. Ein Thema war für uns ganz wichtig in unserer Arbeit, war vom Beginn weg, und das haben wir bereits 2004 getan, dass wir ganz offen unterstützt mit einer Studie unsere Universitätsprofessors der Universität Linz, war das damals, glaube ich, oder Wien, eine Konjunktur, eine Budgetanalyse gemacht haben, des steirischen Landesbudgets, eine Strukturanalyse, und damals öffentlich klar angeklagt haben, dass dieses Budget strukturell aus den Bahnen läuft und mit Sicherheit so auseinanderläuft, dass es nicht mehr reparierbar ist. Ich brauche nicht dazu sagen, man hat also begonnen zu reparieren dazwischen. Heute wissen wir, dass man in der Zwischenzeit wiederum von dem angestrebten Pfad weit, weit entfernt sind. Und jetzt reden wir wieder von ursprünglich, glaube ich, 120 Millionen Budgetdefizit, sind wir bei 400 Millionen Budgetdefizit. Also wir wissen, dass wir strukturell daneben liegen, noch immer daneben liegen, massiv daneben liegen und hier zu wenig getan wurde. Wir haben auch, und das ist vielleicht auch noch ein Thema, wofür ich besonders gescholten wurde, das war das Thema Gemeindestrukturreform. Das war also eines der Themen, das ich als erster angesprochen habe im Lande öffentlich. Ich bin von Bürgermeistern beschimpft worden, ich bin in Bernbach bei einer Tagung der Gemeinde, Gemeindereferenten als Vortragender aufgetreten, und dann ist man hinten die Tür geöffnet, dass ich hinten hinausgehen kann, weil sie so aufgebracht waren. Und heute ist es so, dass die Leute einen freundlich grüßen, weil sie sagen, Gott sei Dank haben wir es down und Gott sei Dank ist es passiert. Ich sage aber trotzdem, dass es leider Gottes nicht in dem Umfang passiert ist, wie wir das gerne gehabt hätten. Es hätte noch viel mehr gemacht werden können und es wäre noch viel Luft nach oben gewesen in der Richtung. Das haben wir leider Gottes versammelt. Ein Stichwort, so mehr oder weniger en passant erwähnt, das mir besonders wichtig erscheint, nämlich Ihr Zugang zur Sozialpartnerschaft und zur Idee der Sozialpartnerschaft. Es wird immer wieder moniert, dass die Konzeption eigentlich längst veraltet sei, antiquiert sei, nicht mehr innovativ, nicht mehr zukunftsträchtig und so weiter. Können Sie sich ein Land wie Österreich, sage ich jetzt, ohne Sozialpartner überhaupt vorstellen? Und ist das Modell zukunftsfähig? Na, also ich sage so, wie meine Erfahrungen sind mit der Sozialpartnerschaft, also positive. Ich habe das ja auch gesagt, wir haben sehr viel gemeinsam zu Wege gebracht. Es hängt aber von den Personen ab im Endeffekt. Und das ist wie bei allen Dingen. Es hängt von den Personen ab, ob man bereit ist, gemeinsame Wege zu gehen. Ich nehme an, Sie sprechen das Thema jetzt gerade aktuell an, weil der Herr Vizekanzler jetzt ganz aktuell die Sozialpartnerschaft angegriffen hat und also gesagt hat, sie gehört reformiert und sie ist nicht mehr das, was sie einmal gewesen ist in der Form. Und natürlich ein gewaltiger und auch, das muss ich sagen, aus der Industriellen Vereinigung, ich habe das auch gesagt, ich habe das unlängst auch bei einem Treffen unserer der Sozialpartner klar und deutlich gesagt, wir müssen anders denken, wir müssen uns reformieren, wir müssen andere Denkweisen bringen, wir müssen unsere Organisationen reformieren, und das ist gerechtfertigt und dazu stehe ich. Und ich sage ganz offen,
wenn ich als Präsident der industriellen Vereinigung von einer Regierung verlange, ob das Landesregierung ist, ob das Bundesregierung ist, dass man Reformen durchzieht, und ich sage, ich brauche mich nicht reformieren, ja, wenn ihr das in meinem Unternehmen macht, sage ich, Freund, so geht's nicht. Also, und wir wissen aus aus den Unternehmen oder als Unternehmensführer wissen wir, dass immer ein schöner Teil an Reformpotenzial vorhanden ist. Aber von vornherein gleich zu sagen, bei uns ist alles in Ordnung und einen Shitstorm auf gut Deutsch abzusetzen, der ja wirklich jetzt passiert ist in den letzten Tagen, insbesondere was die industriellen Vereinigung betrifft, das hat ja auch unser lieber Freund und Partner Leitl im Fernsehen sehr klar und deutlich gesagt, der auch plötzlich auf das aufgesprungen ist, weil er kritisiert wurde, würde ich schon meinen, man soll erstens einmal Kritik akzeptieren und man soll also auch daran nachdenken, was kann ich besser machen. Wie gesagt, wenn ich in einem Land verlange, dass wir Behördenreformen machen, dass wir alles und immer nur fordern, wir wollen reformieren, aber selber reformiere ich nichts. Und da könnte man jetzt drüber reden. Wir haben auch sehr frühzeitig, und ich bin in dieser Zeit, wie gesagt, immer also Präsident gewesen. Wir waren höchst unglücklich, sind auch heute noch selbstverständlich, wie seinerzeit die damals nicht im Verfassungsrang befindlichen, plötzlich in den Verfassungsrang gekommen sind, weil wir als industriellen Vereinigung, und das war unsere Aufgabe, oder ist unsere Aufgabe, wir haben Kunden. Wir haben Kunden, und ich muss um meine Kunden werben. Weil wenn ich meinen Kunden nicht zufriedenstelle, dann meldet er sich ab und zahlt keinen Mitgliedsbeitrag. Ich weiß in anderen Bereichen, dass dort Pflichtmitgliedsbeiträge zu zahlen sind und der Kunde gar keine Chance hat, auszukommen. Also, und wenn ich weiß, jetzt rede ich in erster Linie natürlich die Wirtschaftskammer an, wenn ich weiß, wie viel unsere Unternehmen, Großteils oder die großen Unternehmen, am Mitgliedsbeitrag in der Wirtschaftskammer, wird in den Zeitungen jetzt zitiert auf, rauf und runter, wie viel die Mitgliedsbeitrag bezahlen, Millionen, eine Stimme haben dafür, nichts bestellen können und wir zuschauen müssen, was mit unserem Geld passiert, da ist Reformbedarf gegeben und zwar dringendster Reformbedarf gegeben. Und ich prognostiziere, dass diese Reform in naher Zukunft kommen wird, weil der Druck viel zu groß wird. Man sieht so ein bisschen durchschaut die Inhalte Ihrer, ich sag's fast schon, legendären Reden bei den Neujahrsempfängern oder in den vergangenen Jahren auch bei den Sommerempfängern. Da gibt's ein paar Themen, die Sie sehr bewusst immer wieder aufgegriffen haben und immer wieder aktualisiert haben. Eines davon, das mehrfach gekommen ist, ist die Flexibilisierung der Arbeitszeit, die es ja schon gibt, aber die ja noch weiter flexibilisiert werden soll. Da hätte ich gerne gewusst, wie Sie das aktuell sehen. Und es gibt ein Thema, das auch mehrfach gekommen ist, nämlich das Thema Überregulierung. Hat sich da aus Ihrer Sicht etwas getan, wo Sie sagen können, okay, da sind wir jetzt einigermaßen zufrieden oder muss das auch vorangetrieben werden? Also zuerst zur Flexibilisierung der Arbeitszeit. Es hat sich, Sie haben es richtig gesagt, es hat sich schon in der Vergangenheit einiges getan. In der Flexibilisierung, in den Kollektivverträgen, speziell im Bereich der Maschinen-Metallwarenindustrie, ist durchaus Flexibilisierungspotenzial drinnen, schon seit Jahren drinnen. Das war immer das Thema, wo man natürlich also auch, und da sage ich, habe ich Verständnis dafür, von Seite also jetzt der Arbeitnehmervertretungen unsere Forderungen konterkariert hat, weil dort war tatsächlich ein Potenzial drinnen. Das gilt aber nicht für alle Branchen. Viele Branchen haben diese Flexibilisierungsmöglichkeiten nicht, die wir im FMME, das ist Maschinen- Metallwarenindustrie, haben. Und dadurch hat es natürlich also ein bisschen eine ungleiche Diskussion gegeben. Weil bei uns in Österreich ist es generell so üblich, dass wir ein Thema generalisieren und sagen, das muss einfach so mathematisch drüber gebreitet werden und das gilt für alle und wir tun Prozente über alle rechnen, sondern wir haben keine, wir brauchen teilweise, muss ich sagen, qualitativ, also individuelle Lösungen für einzelne Branchen und da muss man flexibel sein. Natürlich hat sich, wie wir schon eingangs gesagt haben, die Welt geändert. Es hat sich die Arbeitswelt komplett geändert und es hat sich vor allem, und das wollen hat der ein oder andere nicht wahrhaben oder verschiedene Institutionen entworfen, es hat sich die Weltwirtschaft geändert. Und wenn ich das aus eigener Erfahrung mit meinem Unternehmen sehe und wir heute
ich nehme jetzt gar nicht China her, weil mir wird immer vorgeworfen, ja, ich weiß eh, du willst chinesische Löhne haben und was weiß ich noch alles. Nein, wir können hingehen, ich brauche nur nach Bosnien gehen, ist ganz egal wohin. Wir sind heute in einem weltweiten Wettbewerb, den wir in dieser Form früher nicht gehabt haben. Und wir stoßen auf Mitbewerbsländer, die massiv hereindrängen, die uns massiv Konkurrenz machen und speziell in gewissen Branchen, ich nenne beispielsweise nur den Maschinenanlagenbau, den Industrieanlagenbau oder auch den Kreativbereich. Ich kann nicht heute einem Kreativen sagen, 15 Uhr ist Freund Ende und der Kreativität holst du für morgen um 7 Uhr wieder auf. Sondern wenn der kreativ ist und wenn Sie einen Artikel schreiben, nehme ich nicht an, so 15 Uhr ist finito und morgen mache ich weiter, sondern ich mache ihn fertig, wenn ich im Fluss bin. Ergo dessen kehrt dort ein bisschen mal was anderes an, hat nachgedacht, wie kann ich dann dem begegnen, das heißt ganz konkret, Flexibilisierung, wesentlich mehr Flexibilisierung ist notwendig. Konstruktive Vorschläge gibt es, erfreulicherweise liest Mehrheit in den Zeitungen, ist ja etwas Kleines, ein erster Schritt jetzt wiederum in der Maschinenbau- und Metallwarenindustrie gelungen. Da hat man Verhandlungen gegeben, hat man doch aufgewacht, weil man, und ich glaube schon so vernünftig ist man, man hat ja offene Augen und sieht ja, wie die österreichische Wirtschaft dahin dümpelt, dass man jetzt also doch aufmacht und sagt, wir brauchen was, um wieder wettbewerbsfähiger zu werden. Das zweite ist Überregulierung. Na, selbstverständlich, es hat sich schon was bewegt, und zwar in Richtung Überregulierung. Wir sind wesentlich mehr reguliert jetzt, als wir vorher reguliert waren, ich bin seit 1974 beruflich tätig, und wenn ich mir heute anschaue, was da alles reguliert ist und was da hier für Dokumentationsvorschriften bei Unternehmen gegeben sind, das ist furchtbar. Es ist furchtbar und vor allem ist das für mich in weiterer Folge, und ich würde es einmal so bezeichnen, wir als Industrie und vor allem größere Industrieunternehmen haben dieses Problem nicht in dieser Intensität, weil wir haben dafür die ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur kleinere und mittlere Unternehmen, die stehen, was das betrifft, vom Ruin. Wenn Sie sich vorstellen, dass also heute für einen kleinen Schlossereibetrieb, der 5 oder 6 Mitarbeiter hat, der alle diese Dokumentationsvorschriften erfüllen muss, die man ihm auferlegt. Und diese kann nur eine qualifizierte, das kann nicht irgendwer machen, diese Kraft muss qualifiziert sein. Da sitzt der Chef dort. Und der Chef hat was anderes tun, als Formulare ausfüllen. Und das wird langfristig die kleineren und mittleren Unternehmen überfordern. Und überfordert sie teilweise auch schon. Und ich darf ansagen, wir reden natürlich sehr viel, also auch mit, die Registrierkassenpflicht ist ja nur ein Teil davon. Das ist ja nur das Tüpfelchen auf dem I, das jetzt gekommen ist. Da hat es ja vorher schon für ganz andere Dinge gegeben. Es gibt ja, oder nein, ich glaube, wir haben es einmal nachgezählt, ich weiß es auch nicht, ob es stimmt, die Anreden von es gibt Unternehmen, die haben, glaube ich, 17 bis 20 Beauftragte im Unternehmen für die verschiedensten Verpflichtungen, die sie zu dokumentieren haben. Insgesamt, glaube ich, gibt es über 70 Beauftragte in Unternehmen. Man weiß gar nicht, wofür die Leute beauftragt sind, alle miteinander. Also, wenn man das alles, und vor allem eines ist auch klar, dass natürlich auch sehr viele dieser Dokumentationsverpflichtungen bei Nichterfüllung unter Strafe gestellt sind. So, jetzt kann man natürlich sagen, schaffe ich nicht, mache ich nicht, und jetzt sage ich es etwas steirisch, na, dafür kriege ich dann eine Strafe, die mich dann wiederum in meinem Ergebnis massiv beeinträchtigt, speziell bei kleinen Unternehmen, würde ich sagen, eine Katastrophe, und da muss man endlich mal drüber zu übergehen, das alles zu entmisten. Und man hat ja mal irgendwo in einer Reformkommission gesagt, für eine neue Verordnung 3 alte oder 4 alte, können es auch 5 sein, entmisten, nichts ist passiert. Es ist alles neu aufgesetzt und immer drauf und immer drauf und immer drauf. Und das ist ein Horror. Und eines wollte ich noch sagen, wir reden natürlich also sehr viel mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, und ich habe vor 3 Wochen mit einem Steuerberater gesprochen, der hat gesagt, der hat noch nie so viel Gewerberücklegungen gehabt wie jetzt. Ich sage, die Leute hören alle auf.
Und ich mache aufmerksam, wenn jetzt dieser sogenannte unternehmerische Drive, die Motivation wegfällt, ja, dann sehe ich für die Steiermark und für die Weiterentwicklung der Steiermark, auch Österreich, das hat der Steiermark nicht nur alleine Steiermark, ganz Österreich, eine riesengroße Sorge. Bitte, ich darf das Gespräch öffnen. Für neue Themen, neue Fragen. Bitte. Der wiedergewählte IV-Präsident österreichweit hat heute gemeint, die Sozialpartner und hat betont, die IV ist kein Sozialpartner. Sollte sich aus all diesen Gremien, wo man jetzt drinnen sitzt, Sozialversicherung, Arbeitsmarktservice zurückziehen, ist das auch ein Weg, wo Sie sagen, da, so soll es sein? Ja, das ist nicht von ungefähr entstanden. Ich komme jetzt direkt aus Wien und wir haben ja gestern und heute auch über diese Themen beraten im Präsidium. Und das entsteht ja aus dem, und es gehört, das Ziel ist ja, wenn Sie sich anschauen, alle Institutionen, ob das Sozialversicherungen sind, sind immer parteimäßig aufgeteilt, durchs ganze Land, das ganz wurscht, wo es ist. Das heißt, wenn ich die Verantwortung und die Funktionen so aufteile, dass wir überall das Gleiche haben und überall die Parteien, die gerade am Ruder sind, sich gegenseitig blockieren, geht nichts weiter. Und es wäre jetzt wirklich einmal an der Zeit, dass man versucht, hier das neu aufzusetzen und Experten hineinzusetzen. Damit will ich nicht sagen, dass der Kreiertum aufkommt, dass in den Sozialversicherungen, ob das Gebietskrankenkassen sind oder wo immer, keine Experten drinnen sitzen. Da sitzen selbstverständlich Experten drinnen, aber es sitzen auch Politfunktionäre drinnen, die dort nichts anderes tun, was oben auf Regierungsebene getan wird und Regierungsaufträge erfüllen. Weil das sind ja das, was da drinnen stattfindet. Ich bin ja selber jahrelang als zum Beispiel als Vorstand in der Gebietskrankenkasse gesessen. Und da brauchen Sie nur anschauen, das schaut aus wie im österreichischen Parlament. Im Wirtschaftskammerparlament ist das Gleiche, wie es in der Arbeiterkammer ist, weiß ich nicht, bin ich nicht dort, aber es ist überall das Gleiche. Wir sitzen alle dort und dann tun wir vorher in den Gremien abstimmen, was wir sagen werden. Grundsätzlich sind wir dagegen, wenn der andere was sagt. Das ist ja kein Zustand. Entweder will ich was gestalten, dann muss man auch dort diese Gestalter ans Werk lassen. Und es wäre vielleicht einmal ganz gut, ich habe, wie gesagt, und ich glaube auch klar zu sagen, und das, der Kapsch hat auch nicht gesagt, er will die Sozialpartnerschaft abschalten oder abstellen, das hat er nicht gesagt. Sondern er hat gesagt, wir wollen das erneuern, wir wollen das reformieren und es gehört dazu, die Dinge zu reformieren. Und darum geht es ganz einfach. Ich hätte noch eine Frage an dich, vielleicht auch deine persönliche Ansicht. Die Industrievereinigung ist in letzter Zeit immer wieder aufgetreten, abzuschaffen, quasi die Sanktionen gegenüber Russland. Jetzt verstehe ich das aus der Mitgliedschaft schon. Auf der anderen Seite öffnet man natürlich dann den Großmachtsbestrebungen. Das ist ja Putins und du bist ja im Sport tätig, das zieht sich ja im Sport weiter jetzt fort mit den Doppelgeschichten und so weiter, die Übungstour. Das ist also ein schwieriger Balanceakt meines Erachtens. Ja, das ist ein sehr schwieriger Balanceakt. Jetzt, das ist ein sehr vielschichtiges Problem. Ich glaube, dass Sanktionen insgesamt, Wirtschaftssanktionen, gegen Länder bis dato nirgends wirklich was gebracht haben. Ich verweise eben jetzt an Russland, auf Russland. Russland funktioniert weiter. Die Unternehmen machen weiter Geschäfte, weil sich die Sanktionen ja nur auf gewisse Bereiche beziehen. Beispielsweise auf die Lebensmittelindustrie. Beispielsweise auf strategisch wichtige Dinge. Zum Beispiel im Bereich Maschinen, Metallwaren, Zulieferprodukte gibt es keine Sanktionen.
Das einzige Problem, dass Russland im Bankenbereich gibt Sanktionen, Finanzierungsbereich. Das einzige Problem, das Russland damit hat, ist, dass die Finanzierungen nicht funktionieren. Was heißt das aber? Und ich kann es ganz offen sagen hier, mein Unternehmen ist ganz intensiv in Russland auch tätig, aber wir sind heute jetzt konfrontiert mit Finanzierungen aus China. Das Gleiche haben wir miterlebt im Iran. Wir waren ja am Anfang, vor 3 Monaten waren wir im Iran und haben uns das alles angesehen und sind dort gegenübergestanden einer durchaus funktionierenden Wirtschaft, vor allem in Teheran, einer durchaus funktionierenden Automobilzulieferwirtschaft. Und wenn du geschaut hast, war alles Südkorea, China und das sind unsere Mitbewerber. Also was bringt das? Es bringt im Endeffekt gar nichts. Es schadet unserer Wirtschaft. Und das ist das Problem, mit dem wir, ich bin absolut nicht jetzt als Bürger und Beobachter der Szene nicht dafür, dass so wie sie die Russen gebärden, das tun andere auch, um es klar zu sagen, nicht? Wie sie die aufwerten, das ist kritikfähig, aber das sollte man zumindest versuchen und der Meinung bin ich schon, diplomatischer Regierungsebene zu lösen. Und das ist die EU gefordert, das sind die Politiker gefordert. Und ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Ich meine, Österreich ist ja bekannt dafür, das wissen wir ja auch aus den Vorschriften und den Normen, die wir uns auferlegen, dass wir immer Golden Plating machen, immer mehr machen als die anderen, alles befolgen. Und ich kenne Ihnen heute die Geschichten erzählen mit dem Iran. Erzählt es immer gerne, wie zu mir ein iranischer Patriarch gekommen ist, wirklich Patriarch. Man glaubt, das ist alles in öffentlicher Hand, da gibt es durchaus viele private Unternehmer, sehr wohlhabende, große Industrien. Zu mir gekommen ist vor 8 oder 9 Jahren über ein Industrieprojekt gesprochen hat und bei der Frage der Finanzierung hat er mir dann, ist dann 6 oder 7 Mitarbeiter in seiner Entourage mitgekommen, alles gestylte Typen, London, New York studiert und so weiter, und einer gibt mir dann die Karte wegen der Finanzierung und dann muss ich ziemlich blöd geschaut haben, weil drauf gestanden ist, Wohnort Dallas, Texas. Und ich sage, na, was ist jetzt los, nicht? Sagt er, wir finanzieren alles aus USA. Jetzt kann man die Frage stellen, halten sich die USA an Sanktionen? Aber ich bin kein Weltpolitiker, ich will mich nicht in diplomatische Verstrickungen verrennen. Wenn es sich für diesen aufkündigten Kraftwerk ein neues Stahlwerk zu errichten oder das Bestehende zu modernisieren, wie sehen Sie das? Was ist das für ein Signal auch für die steirische Wirtschaft oder ist das ein Sturm im Wasserglas? Nein. Also erstens einmal muss ich sagen, wirklich was Positives haben wir heute auch gerade eben miterlebt durch einen steirischen, oberösterreichischen Unternehmer. Ich kann es auch offen sagen, weil ich glaube, kann man offen sagen damals, weil das ist ja schon durch den Wirtschaftsförderungsbeitrag Beirat durch, oder? Ja. Ja, dass ja der investiert, die Firma KTM, also sprich die Bankel, investiert auch in Kapfenberg. Und wir haben heute also mit dem Eigentümer, mit dem Stefan Bierer gesprochen und der Stefan Bierer der Steiermark hervorragende Kooperation ausgesprochen. Wo er gesagt hat, ihr glaubt es gar nicht, wie froh ich bin, wie schnell das in der Steiermark durchgegangen ist, wie schnell man Genehmigungen bekommt bei uns. Und das ist wirklich vorbildlich gegenüber Oberösterreich. Das heißt so viel, wenn, und das ist ja auch vielleicht, deswegen beantwortet die Frage eben ein bisschen weiter, das ist ja auch ein Ziel gewesen, oder ist nicht nur gewesen, es ist ein Ziel. Wissen Sie, ich bin angetreten seinerzeit und habe in der Beamtenschaft immer Feinde geortet. Ich habe gesagt, das sind die Feinde, das sind die Gegner, und man muss die Beamten kritisieren, weil die tun nichts. Es war ja bekannt, die Dinge, dass man immer Beamtenbeschimpfung macht und glaubt, damit was bewegt. Wir haben dann sehr bald umlernen müssen oder umgelernt und haben dann gesagt, naja, versuchen wir es einmal auf einen Amt. Ich kann mich erinnern, der ehemalige Landesamtsdirektor Wielinger,
Weil ich gesagt habe, die Beamten, der Thomas Grautz hat das damals gelehrt, Beamten sind Kunden. Der Willinger hat uns einmal vor einer großen Gruppe erzählt in seiner sonorigen Stimme, die Verwaltung kennt keine Beamten. Keine Kunden. Und merken Sie sich das. Haben wir gesagt, na ja, gut, schauen wir halt einmal. Und ich darf Ihnen sagen, wir haben in den letzten Jahren durch Umstellen unserer Denkweise Kooperation, Gespräche zu führen mit den Bezirkshauptmannschaften insbesondere, ganz intensiv. Das war eine ständige Abstimmung. Ist so weit gebracht, dass die Bezirkshauptmannschaften teilweise zu uns gekommen sind und gesagt haben, helft uns bitte. Weil wir sind die Exekutoren der Gesetze und Verordnungen, die uns andere auferlegen. Und helft uns, unseren Job ordentlich zu erfüllen. Und wir haben gerade jetzt vergangene Woche wieder ein Gespräch gehabt in diese Richtung, wo es darum geht, Investitionen auf kurzem Wege zu ermöglichen, die Dinge schnell zu tun und deren Probleme der Bezirksmannschaften aufzunehmen, damit das noch schneller geht. Also, die sind gut gewillt, das funktioniert und jetzt komme ich zur Beantwortung Ihrer Frage. Der Herr Dr. Eder, ich glaube, steht heute im Standard drinnen, weil ich dem Herrn Müller damals ein Interview gesagt habe, der Dr. Eder hat ja eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht mit der Akzeptanz der Voestalpine und ihrer Entwicklung in Österreich, in der österreichischen Politik. Als er vergangen seine mit seiner Investition in Amerika, in Corpus Christi, dieses so in die Öffentlichkeit gebracht hat, wie er dort willkommen geheißen wurde, wirklich mit offenen Armen, einen One-Stop-Shop hatte, ihm die Leute auf gut Deutsch, die alles zu Füßen gelegt haben, er sogar vom Gouverneur hofiert wurde und so weiter und so fort für diese Investition. Und in Österreich hat er nichts anderes geerntet, als so nach dem Motto, wie er gesagt hat, naja, wenn wir in Zukunft halt unsere Investitionen, er hat gesagt, ja, dann soll er halt gehen. Das war die Antwort, die österreichische Politik auf ihn wusste. Und er hat jetzt sicherlich also auch diese Investition, die ja sicherlich ein Meilenstein für die Steiermark sein wird, frühzeitig in der Steiermark deponiert, um zu sagen, Herrschaften, wir meinen es ernst, aber helft uns dabei. Und ich glaube und ich bin auch überzeugt, dass diese Investition, außer die Marktgegebenheiten, ändern sich so rasant oder so plötzlich und unvorhersehbar kommen wird. Ich gehe aber auch davon aus, dass die steirische Verantwortlichen bis zum Landeshauptmann diese Investition auch ermöglichen werden, und zwar vorzüglich ermöglichen werden. Ich habe eine Frage zu Ihrer Rolle als Geburtshelfer auch in der Reformpartnerschaft. Es ist ja dann in weiterer Folge, Sie waren zu Beginn ja von einem verlorenen Jahrzehnt und von Industriefriedhöfen und sterbenden Gemeinden gesprochen, wenn so weitergearbeitet wird, bevor es dazu gekommen ist. Rückblickend hat man ja dann gesehen, dass andere Bundesländer und Bundesregierungen gesagt haben, in der Steiermark funktioniert es. Warum funktioniert es und warum gibt es dann dieses Modell aus Ihrer Sicht in anderen Bundesländern oder in der Bundesregierung nicht? Ist es das, dass es sozusagen den Geburtshelfer Ilmar Steinburg dort nicht gibt, oder liegt es an den handelnden Personen oder trifft alles beide zu? Würde nicht behaupten, dass es dort nicht die Menschen gibt, die auch Druck machen und sagen, wir müssen was für den Standort tun und wir müssen besser kooperieren. Na, das gibt es auf jeden Fall. Ich würde auch behaupten, dass Bundesländer wie zum Beispiel Oberösterreich in der Vergangenheit durchaus auch Reformen gemacht haben in einer anderen Form. Es muss ja nicht eine Reformpartnerschaft sein. Also diese Reformpartnerschaft, wie sie hier in der Steiermark dann funktioniert hat, das war ja fast einzigartig, das war ja vorbildlich im Grunde genommen. Wenn ich das kurz ausführe, ich habe oft in den persönlichen Gesprächen
mit den beiden gesagt, Herrschaften, warum tut ihr ständig eure Damen? Das ist natürlich gegen die Presse jetzt gerichtet oder nicht pressefeindlich, was ich jetzt sage, weil euer Handwerk damit also entsprechend untergraben wird. Ich habe gesagt, warum tut ihr ständig alles, was ihr tun wollt in der Öffentlichkeit, zuerst anmelden und dann diskutieren? Dann ist es schon tot, dann braucht sie nichts mehr reden, weil dann wird der eine schreibt es gut, der andere schreibt es ist schlecht, der nächste schimpft drüber und so weiter. Ich habe gesagt, macht es hinter dem Vorhang, hinter verschlossenen Türen, macht die Türen zu, besprecht es untereinander und dann legt es eine Lösung auf den Tisch und dann geht es in die Öffentlichkeit. Ja, das ist ja auch dann passiert, nicht? Das ist passiert, ich muss auch sagen, auch mir ist die Grundlage entzogen worden zu schimpfen, weil ich habe jedes Jahr bei all meinen Reden auf die beiden Parteien geschimpft, auf die Landeshauptleute geschimpft und gesagt, da geht nichts weiter. Und dann auf einmal ist was weitergegangen und habe ich auch keinen Stoff mehr gehabt. Dann habe ich mich halt auf die Bundespolitik konzentriert, um es gar zu sagen. Oder sagen wir so, es war glücklich, dass der bei denen nichts weitergegangen ist. Sonst wäre es halt der Stoff ausgegangen. Aber natürlich, es ist schon, es hängt von den Personen ab. Es hängt in all diesen Dingen von den Personen ab. Können die miteinander, können die diesen Weg gehen und vor allem auch eine alte Lehre, wir kennen das aus auch anderen Industriestaaten, wann beginnt man zu kooperieren, dann, wenn die Not am größten ist und wenn man sie erkennt. Manche erkennen sie früher, manche zu spät und manche gar nicht. Aber demnach ist die Not noch nicht so groß. In der Steiermark? In Österreich. Ja, in Österreich, wir hören ja ständig, wir sind eine der reichsten Nationen. Es funktioniert eh alles. Ich muss Ihnen, schauen Sie, ich hab jetzt unlängst, waren die Konjunkturgespräche der Raiffeisen Konjunkturgespräche und da hat der Herr Vizekanzler war dort und ich habe das Vergnügen auch schon zwei Wochen vorher in einer kleinen Runde mit ihm gehabt, wo sie uns vorgehalten haben, warum wir jammern. Warum wir ständig kritisieren, es ist eh alles in Ordnung. Und die Agenda, die sie haben, arbeiten sie ab. Und sie haben das erledigt, sie haben das erledigt, sie haben das erledigt. Beim ersten Mal habe ich noch mal gedacht, na ja, was soll ich dazu sagen? Und jetzt beim Konjunkturgespräch habe ich zu Beginn der Diskussion gesagt, na, was reden wir heute überhaupt noch? Ist eh alles in Ordnung. Was diskutieren wir denn heute überhaupt noch? Und dann hat er gesagt, nein, das stimmt nicht. Er hat das nur einmal gesagt, dass eben gewisse Dinge laufen und halt schon Verbesserungsbedarf da ist. Aber es ist kein Verständnis da oder relativ wenig Verständnis da für die Nöte der Unternehmen. Jetzt kann ich natürlich sagen, es geht der Volkswirtschaft durchschnittlich noch immer gut. Wir haben durchaus Europa herzeigbare oder im Durchschnitt befindliche Wachstumsraten mit 1,2%, braucht keiner stolz sein drauf, nicht? Oder 0,8%, braucht keiner stolz sein drauf, wenn andere Länder 7-8% haben. Deutschland und jetzt weit voraus ist, aber man kann sich mit dem ja auch bescheiden und sagen, ja, wir wollen halt nicht mehr. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, der eine merkt es früher, der andere später und der dritte gar nicht. Ne? Und kann mich erinnern, Finnland hat auch, nachdem Russland weggebrochen ist, hat Finnland auch erst gemerkt, jetzt müssen wir was tun. Dann daraus ist damals die blühende Nokia und die ganze Elektronik- und Kommunikationsindustrie entstanden. Und jetzt sind sie wieder mal drunter. Und jetzt ist die Not so groß, dass wir jetzt gehört haben, dass sie die Arbeitszeit erhöhen. Die Jahresarbeitszeit. Aber ich versuche mal auf den Punkt zu bringen. Sie sehen auf Bundesebene noch nicht das Gespür oder noch nicht die Notwendigkeit, dass man sich ernsthaft zusammenfindet. Selbstverständlich sehe ich die Notwendigkeit. Ich sehe selbstverständlich die Notwendigkeit. Ich verfolge oder wir verfolgen sehr klar die Euphorie, die ausgebrochen ist, zu Beginn der Kanzlerschaft Kern. Das ist wie die österreichische Europameistermannschaft, die halt dann leider sehr schnell zusammengebrochen ist. Wenn ich dann
in kürzester Zeit mit einer Maschinensteuer und einer Arbeitszeitverkürzung und einer Vermögensteuer auftrete, ja, dass da die Euphorie, und ich muss auch sagen, ich bin auch einer, den Kern durchaus zutraue, dass er wirklich was weiterbringt. Aber wenn ich mit dem jetzt daherkomme, dass bei uns die Freude nicht sehr groß ist, dass man gerade diese Geschichten jetzt zu Beginn auspackt und jetzt plötzlich sagt, naja, so ist es ja nicht, das schaut ja gleich aus wie vorher, ist ja nichts anderes. Vielleicht hat er es nicht so gemeint, ich weiß es nicht. Ich habe in der Zwischenzeit gehört, dass das mit der Maschinensteuer eigentlich anders ist. Es hat ja auch, und vielleicht das sehr, darf ich auch sagen, auch in der Steiermark gegeben an den Herrn Gewerkschaftsvorsitzenden Horst Schachner, der sonst ein persönlicher guter Freund von mir ist, der auch schon dreimal gesagt hat, wir brauchen Arbeitszeitverkürzung und Maschinensteuer. Und jedes Mal, wenn ich angerufen habe, gesagt, Horst, ist das jetzt der Ernst oder fällt da nichts Neues ein? Das habe ich nicht so gemeint. Du weißt doch gar nicht, was da dahinter steckt. Sag ich, dann sagt es uns einmal, was dahinter steckt. Das sind Dinge, wo ich nicht weiterkomme. Hilft nichts, ist so. Jetzt kann einer sagen, er hat eine sehr, wie gesagt, ich traue noch einmal dem Bundeskanzler zu, dass er vielleicht sogar eine sehr innovative Lösung bringen möge. Aber nicht mit der Ankündigung, nicht mit diesen Überschriften. Und eines vielleicht auch noch dazu gesagt, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema, weil wir über die Zukunft reden, oder ist das schon vielleicht vor? Wir stehen ja vor großen Herausforderungen. Wir sind, wie wir wissen, wir haben die höchste Arbeitslosigkeit und steigende Arbeitslosigkeit, und wir werden auch weiterhin steigende Arbeitslosigkeit haben, ist auch nichts Neues und ist vor allem nichts, was wir nicht schon vorher gesagt hätten. Wir haben das seit Jahren schon gesagt, hat uns auch keiner geglaubt. Na, das geht alles vorbei, wie haben immer gesagt, die vor allem in der realen Wirtschaft arbeiten, ich bin das, täglich, wir wissen, dass minder qualifizierte und nicht qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig abgebaut werden in der heutigen, sich technologisch entwickelten Wirtschaft. Hat sich so ergeben, wie gesagt, heute haben wir die höchste Arbeitslosigkeit, gleich wie in der Wirtschaftskrise, da war ja damals die Rede, nein, das ist nur da bei der Wirtschaftskrise 2008, 2009. Nein, es ist real jetzt. Und jetzt kommt noch Industrie 4.0 oder wie wir es nennen wollen, Digitalisierung oder Smart Production und Services, wie es man in der Steiermark nennen. Und wenn da jetzt jemand glaubt, dass wir dieser Digitalisierung begegnen können, einfach mit Maßnahmen, die vielleicht vor 30 Jahren im Bodensee versunken sind, das bezweifle ich. Also, wir werden uns mehr einfallen lassen müssen. Wobei ich das Problem aber nicht wegdiskutiere, sondern sage, ja, wir werden über diese Dinge nachdenken müssen. Wir müssen Wege finden, um das, was auf uns zukommt, zu lösen. Und wenn ich gleich eine, weil Sie mich vielleicht fragen, ja, er kann gescheit reden, eine Antwort drauf. Die Antwort gibt es schon lang. Bildung, Ausbildung, Bildung, Bildung, Bildung. Und das fehlt mir bei uns. Wir haben keine Bildungspolitik in dem Land. Wir sind bis heute so weit, dass wir über die neuen Berufe, die kommen werden in dieser Digitalisierung, zwar reden, viel diskutieren, aber ich habe es zumindest noch nicht in dieser Form gesehen. Da gibt es eine Vielzahl von neuen Berufsbildern. Eine Vielzahl, die da kreiert werden. Ich sage jetzt Cyber Security, Sicherheitsmanager. Eine unglaubliche Möglichkeit, neue Beschäftigung zu schaffen. Aber dazu brauche ich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber da tun wir nichts dafür. Da warten wir ab. Ich sage es immer so, dass der Zug an Österreich vorbeifährt, nur ist er vorbeigefahren, ist auch schon ein Wort gewesen. Brauchen wir nicht einsteigen. Das ist leider der falsche Weg. Also, und ich glaube, und ich sage auch nicht, damit ich das auch gesagt habe, dass das, wenn wir den Weg beschreiten,
gemeinsam, da muss ich jetzt sagen, sind alle herausgefordert, das sind alle Sozialpartner herausgefordert, wenn ich diesen Weg gemeinsam gehe, in Kooperation darüber nachzudenken, dann schaffen wir das, locker. Haben wir bisher immer geschafft. Wir haben alle, wie heißt das, industriellen Revolutionen in der Vergangenheit geschaffen und ich kenne keine, wo Arbeitsplätze verloren sind, es ist immer nur gestiegen. Wissen Sie, ich bin selber, vielleicht darf ich das auch noch dazu sagen, ich bin selber 1972 mit meinem Studium fertig geworden und 1972 habe ich begonnen zu arbeiten. Sie wissen das. Und mein Vater war damals fuchsteufelswild und hat alles hinschmeißen wollen und verkaufen wollen. War damals relativ kleines Unternehmen mit 50 Mitarbeitern und 25 Millionen Schilling Umsatz. Heute haben wir 270 Millionen Euro Umsatz, 1800 Leute. Und zwar aus was für einem Grund? Weil damals ist die EFTA hat es damals gegeben, die ist in die EW, wie hat es geheißen? Europäische EWG. Die Zinsen waren damals, die Inflation war damals bei 8%, 8,5%. Die Bankkredite haben kostet 14-15%. Und in einem Jahr ist der Dollar von 23 Schilling auf 11 Schilling gefallen. Alles in 1,5 Jahren. Ich kann Ihnen heute nur sagen, ich habe gerade die Zahlen gerade gesagt. Nach mir, ich habe immer gesagt, was hat der für ein Problem? Was ist los mit dem? Gut, er ist bald gestorben dann, weil er schwer krank war. Aber es ist nur bergauf gegangen nachher. Und wir haben alle diese Entwicklungen, die es damals dazwischen gegeben haben, haben wir durchtaucht. Wir haben eine Wirtschaftskrise 2008, 2009 auch gut durchtaucht. Ich habe keinen einzigen Mitarbeiter abbauen müssen. Oder nicht abgebaut. Also, es geht. Es geht. Nur, ich sage immer, und das ist so mein Bekenntnis, lasst die Unternehmer arbeiten und befreit sie von den Fesseln und der Einmischung von außen. Glaubt, dann funktioniert es. Und das ist eine wichtige Geschichte bei uns in Österreich. Wir sollten uns nicht, oder es sollte nicht zu viel in die Unternehmen hinein regiert werden, sondern die Rahmenbedingungen passen oder hergestellt werden. Und das ist ja das Entscheidende. Es ist heute auf den Tag genau ein Jahr die neue Landesregierung, da war die konstituierende Sitzung heute am Vormittag wurde Bilanz gezogen. Doch im Ausblick gegeben, der Landeshauptmann hat vom herausforderndsten Jahr in seiner ganzen politischen Karriere gesprochen. Sie haben die Zeit der Reformpartnerschaft als positiv erwähnt. Sehen Sie jetzt, dass es da wieder ein bisschen einen Rückschritt gibt? Beim Budget haben Sie schon angesprochen, aber auch inhaltlich, dass da sich die jetzt ein bisschen das sozusagen absitzen wird oder behalten Sie sich das für Ihre Abschiedsvorstellung am 6. Juli auf? Nein, ich behalte es mir gar nicht vor, auf Gottes Willen, ich sage es auch heute. Ich habe die Reformpartnerschaft immer gelobt. Ich kann mich erinnern, wie ich seinerzeit damals die ÖVP ihren Landeshauptmann verloren hat, oder Landeshauptmann verloren hat, man jahrelang die Wunden gelegt und glaubt, man kommt drüber hinweg. Jetzt würde ich mal behaupten, nachdem die SPÖ den Landeshauptmann die Anzahl verloren hat, die Anzahl hergeschenkt haben, wie auch immer, sind natürlich auch dort verständlicherweise gewisse Reparaturmaßnahmen in der Organisation haben durchgeführt werden müssen. Ist, glaube ich, noch immer am Werken oder am Agieren in der Richtung, ist noch, glaube ich, nicht beendet. Das behindert natürlich schon die Arbeit der Zukunftspartner, die zwei ja sind. Das ist natürlich auch eine, würde ich sagen, nicht einfache Situation vom Altersunterschied her, dass also wirklich ein Seniorpartner und ein wirklich ein junger Partner, der sehr engagiert ist, muss ich ehrlich sagen, sehr engagiert ist und sich auch wirklich sehr, sehr mit der Materie beschäftigt und arbeitet, natürlich eine gewisse Anlaufzeit brauchen. Fakt ist aber schon eines, dass die Reformbemühungen, die man begonnen hat, und man muss das auch offen sagen, ist ja nicht so, dass die Reformpartnerschaft alle Probleme, die wir haben in dem Lande und alle Überschriften, die man der Reformpartnerschaft für Reformen drübergestellt hat,
ausgefüllt hat mit Aktivitäten, mit hundertprozentigen, sondern es sind viele Dinge offen geblieben. Ich denke beispielsweise nur an die Spitalsreform, Gesundheitsreform, das sind die größten Brocken, Sie haben es eh schon angesprochen, das Budget auch natürlich. Und da würde ich mir schon wünschen, dass die Zeit, die Sie haben, genützt wird. Und zwar so intensiv genützt wird, dass man hier wirklich an dieser Reformpartnerschaft oder an der Zukunft, wie Sie es nennen, diese Wurst nicht, das ist ja nicht das Problem, dass Sie wirklich diese Zeit jetzt nützen, um hier wirklich für das Land Bewegung zu schaffen. Und es stehen große Dinge vor uns, die Wirtschaft betreffen, habe ich schon angesprochen. Ich darf auch noch dazu sagen, dass wir auch, wenn jetzt so zeitweise so ein bisschen optimistische Wachstumsprognosen herauskommen, das wird sicher nicht so sein, wie man das teilweise prognostiziert. Wir werden weiterhin Seitwärtsbewegungen haben. Auch wir haben durchaus keine sinkenden, ihr werdet es gerade heute Nachmittag gerne angeschaut, keine sinkenden Entwicklungen, sondern wir haben durchaus sich erholende, aber ziemlich unter einem höheren Niveau. Das heißt, wir brauchen, um zukunftsfit zu sein, brauchen wir diese Reformen und das wird die Zeit nützen und intensiv an diesen Reformen jetzt arbeiten und erst dann von mir aus ein Jahr vor der Wahl können sie dann Wahlkämpfen. Vielleicht haben sie es dann in der Zwischenzeit schon geschafft. Also ich würde sagen, der Dampf ist ein bisschen draußen, jetzt um es kurz zu sagen. Wenn Sie natürlich mit den beiden, Partnern sprechen, was wir ja ständig tun, ist der Dampf nach wie vor drinnen. Sie sind nach wie vor am Weg, aber das ist der Sicht der Dinge, ich habe eine andere Sicht, was das betrifft. Kollege, bitte. So, gerade schließlich zur Politik. Ich habe eine Frage in Bezug darauf, wie sehen Sie eigentlich jetzt die Zukunftspartnerschaft bis 2020 und parallel haben Sie auch Vorschläge bis 2020, sich auch im Bereich der Digitalisierung entsprechend zu stellen und auch Unterstützung der Landesregierung zu geben. Und wie sehr ist der interne österreichische Wettbewerb von Interesse für UNIFA? Also sprich, dass eben Unternehmer nicht in andere Bundesländer abwandern etc. Fangen wir mit der letzten Frage an. Wir sind, der Wettbewerb für Ansiedlungen von Unternehmen ist natürlich schon in Österreich gegeben, keine Frage, aber nachdem wir ja EU-Regimen unterliegen und die Förderungen ja hier relativ beschränkt sind und EU-konform sein müssen, kann man, außer dass man den Unternehmen, wie ich früher gesagt habe, schnellen Zugang zur Investition, schnellste Ermöglichung der Investition, Serviceleistungen bieten kann, kann man auch auf gesamtösterreichischer Ebene den Unternehmen auch anderswo keine besonderen Vorteile gewähren, weil das die Förderrichtlinien gelten österreichweit. Punkt 1. Was für uns wichtig ist, natürlich läuft ein Wettbewerb auch dorthin, wo die besten Bildungseinrichtungen sind, wo die besten wissenschaftlichen Einrichtungen sind. Steiermark hat einen riesengroßen Vorteil mit unseren Universitäten und unseren Bildungseinrichtungen, weil wir dabei eben qualifizierte und hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, was andere Bundesländer so nicht zu bieten haben. Und das ist jetzt auch für uns ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir in der Steiermark, auch schon angesprochen, und wir arbeiten auch intensiv daran, dass also bei uns also auch die Universitäten entsprechend unterstützt werden und entsprechend ausgebaut werden und wir die Interessen unserer Universitäten bestmöglich vertreten. Und ich denke, da hier gibt es in der Steiermark eine vorbildliche Einrichtung. Da haben wir halt einen Vorteil, dazwischen einen Staat, nicht Startvorteil, das ist ein Vorteil, den wir uns herausgearbeitet haben gegenüber den anderen Ländern, insbesondere hinsichtlich der Comet-Programme, wo wir von diesen Comet, von diesen K-Zentren eine in der Steiermark, glaube ich, zwei Drittel, Thomas, hilf mir, zwei Drittel der K-Zentren.
ein bisschen mehr als die Hälfte der K-Zentren in der Steiermark haben. Und das sind natürlich Startvorteile und Vorteile für Betriebsansiedlungen hier im Lande. Dass der Wettbewerb, wie gesagt, läuft zwischen Unternehmen und natürlich jetzt, was weiß ich, Niederösterreich oder gerade an der Grenze vielleicht das ein oder andere Gute dem Unternehmer gibt, aber so Kleinigkeiten entscheiden eine Investition nicht. Die zweite Frage war die Zukunftspartnerschaft. Ich habe es eh schon gesagt, ich erwarte mir von der Zukunftspartnerschaft durchaus und ich bin überzeugt davon, dass sich die Partner bis zur Ende der Legislaturperiode in der Steiermark diese Partnerschaft weiter betreiben werden. Außer es passiert was Besonderes, weiß man ja nicht. Aber das sicher weiter gutwillig sind, das zu tun. Ich orte ein durchaus motiviertes Regierungsteam auf beiden Seiten, überhaupt keine Frage. Sie steht auch unter Erfolgsdruck, das muss man auch dazu sagen. Und die dritte Frage war welche? Digitalisierung. Was wir der Politik dabei anbieten, ist erstens einmal, dass wir dieses Thema Digitalisierung, wie gesagt, sehr frühzeitig als Industriellenvereinigung insbesondere aufgegriffen haben und das Land auch dazu gebracht haben, dass sie zumindest einmal für die Unternehmen in Form von Studien und Unterstützungen bei der Erarbeitung von Programmen Geld zur Verfügung stellen, sogar in Kooperation mit Oberösterreich. Wir arbeiten intensiv daran, beispielsweise in der Steiermark einen Silicon Alps Cluster zu entwickeln. Ich hoffe, bin auch sehr guter Hoffnung, dass der grenzübergreifend mit Kärnten gelingt und bald auch, überzeugt bin, bald auch auf die Beine kommt, gut dargestellt, gut überlegt, gut dotiert, ein weiterer Entwicklungsschub für das Land und es wird im Bereich Industrie 4.0 sehr intensiv mit den Universitäten zusammengearbeitet, das ist ein Thema der Universitäten. Ich sitze selber im Universitätsrat der Technischen Universität und wir versuchen also dort wirklich alles vorzubereiten, dass man auch entsprechende Ausbildungsprogramme für Studenten dort bringt, damit wir auch in Zukunft also die qualifizierten Arbeitskräfte bekommen. Das tun wir. Es gibt auch Initiativen von Seiten der Universitäten mit ausländischen Experten die Projekte anzugehen, aber eins ist klar, und das ist nicht nur ein steirisches Problem, sondern es ist ein österreichisches Problem, dass dieses Thema leider Gottes unterdotiert ist. Wenn ich mir anschaue, um ein Beispiel zu sagen, die Firma Infineon in Villach hat dort eine Industrie 4.0 Fabrik hingebaut um 250 Millionen Euro, eine Testfabrik. Und ich glaube, das gesamte Fördervolumen in Österreich für Industrie 4.0 liegt nominell 250. Nominell 250, das gesamte österreichische. Aber ist es nicht auch teilweise so, dass vor allem im Bereich Digitalisierung und Servertechniker auch eigentlich die Firmen gar nicht in Österreich existieren, respektive eigentlich auch durch das, nennen wir es doch bei Namen, teilweise wirtschaftsfeindliche Klima von Seiten der Politik, Firmen auch gar nicht motiviert sind, in Österreich zu investieren? Nein, das Urteil kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, das Erste ist, wir haben durchaus, gerade in der Steiermark, viele Unternehmen. Wir müssen das, glaube ich, differenzieren. Es gibt bei Digitalisierung zumindest zwei Bereiche. Der eine Bereich ist die Realisierung der Digitalisierung in der eigenen Produktion, in den eigenen Services und Leistungen, Dienstleistungen. Das ist die eigentliche Investition im Unternehmen, um eben fit zu werden. Die zweite ist die Zulieferindustrie für die Digitalisierung. Und das ist eine riesengroße Chance auch für die Wirtschaft. Ich sage nur eine Zahl, die ich natürlich, man liest viel und man
hört viel. Allein in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, wird bis 2020 ein Investitionsvolumen von 250 Milliarden Euro verinvestiert in Industrie 4.0. Und da gibt es natürlich viel Potenzial für österreichische Zulieferbetriebe. Und wir haben solche Zulieferbetriebe durchaus in der Steiermark, durchaus. Und die werden sich auch, und die sind auch eifrig unterwegs, wo sie recht haben. Wo ich ein Problem sehe, ist, dass das Thema Industrie 4.0 in der so gehandhabt wird in der mittelständischen Wirtschaft, im Kleinbereich, wie es eben heißt, Industrie 4.0. Das geht nur die Industrie an. Und die Wirklichkeit ist, das geht alle an. Das geht alle Dienstleister an, das geht alle an. Und da kann sich keiner herausschwindeln. Den einen mehr und den anderen weniger. Und da sehe ich das große Problem. Und dass in diesen Bereichen zu wenig dafür getan wird, zu spät vielleicht begonnen wurde, aber ich bin durchaus der Hoffnung, dass man den, ja, ich habe am Freitag nur mal beispielsweise einen Professor von der Stanford University gehabt, der auch eine Studie dafür macht, der schon einerseits die steirische Wirtschaft oder steirische Industrie sehr positiv beurteilt hat. Man muss das vielleicht auch, damit da nicht ein Schreckgespenst vielleicht für die, die nicht so tief drinnen sind, herumläuft. In der Industrie ist das ja nicht ein Thema, eine Revolution, wo jetzt das Jesus Maria murmelt, werden alle anderen Maschinen abgestellt und es muss was Neues hingestellt werden, sondern das ist eine Evolution. Große Industrieunternehmen, ob das die Automobilindustrie ist, ob das die Papierindustrie ist, ob das die Stahlindustrie ist, das ist für die ein laufender Prozess, der schon über Jahre läuft und der halt jetzt noch intensiver weitergeführt wird. Also die trifft es am allerwenigsten. Es trifft diejenigen, die mit diesen Themen überhaupt noch nicht konfrontiert sind. Und es sind heute die kleineren und mittleren Betriebe. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass alles digitalisiert wird. Und wir am Schluss, was wir im Café uns die Roboter servieren werden, das widerspricht unserer Mentalität. Aber es werden viele Bereiche sein. Und das wird heavy werden. Ich habe jetzt eine kleine Idee, ich möchte das Gespräch nämlich keineswegs beenden. Im Gegenteil, ich bitte, dass Sie noch ein bisschen verweilen bei uns. Ich schlage Ihnen nur ein anderes kommunikatives Setting vor, wie es so schön heißt im Neudeutsch. Wir haben ein kleines Buffet vorbereitet und Bier und Wein sollen nicht noch wärmer werden, als ich befürchte, dass die Getränke mittlerweile auf dem Tisch schon sind. Deswegen eine kleine Verlagerung. Zuvor eine Ankündigung, eine Einladung an Sie, Thomas Glaser, und bitte an Sie alle natürlich. 7. Juli, unbedingt vormerken bitte. 7.7. 18 Uhr, noch leichter zu merken, 19 Uhr, unser traditionelles Sommerfest, Sommerempfang. Bitte, Sie alle sind herzlich eingeladen und wir würden uns sehr über Ihren Besuch freuen. Ansonsten, ich verstärke es noch einmal, bitte an Sie beide, Ihre Expertise wird uns nach wie vor und auch in Zukunft sehr wichtig sein. Kommen Sie bitte in welcher Funktion auch immer, bitte weiterhin in den Presseclub. Auch dir alles Gute, Thomas, für deine neue Funktion an der Grazer Uni. Tolle Geschichte, die du da angehst. Und ansonsten beobachten Sie uns bitte weiter. Es gibt auch über den Sommer interessante Themen. Auch im Herbst immer interessant starten, denke ich, mit einem Roundtable der steirischen Rektoren, wo vieles von dem, das wir heute angeschnitten haben, mit Sicherheit auch Thema sein wird. Noch einmal danke, dass Sie so spontan zugesagt haben. Alles Gute Ihnen persönlich und Ihrem Unternehmen natürlich. Danke. Und jetzt freuen wir uns, dass wir aus dem Kühlschrank doch noch das eine oder andere Kühlschrank auszahlen. Danke.